So, hallihallo. Mein Name ist Christian Noss. Ich bin Studiengangsleiter im Studiengang Medieninformatik oder genau genommen im Medieninformatik Bachelor. Und ich bin hier am wunderbaren Campus in Gummersbach. Und ja, wollte heute mal versuchen, so ein paar Infos Ihnen zu geben zur Medieninformatik, wie wir sie hier betreiben. Ja. Und ich habe mir hier so einen kleinen Spickzettel gemacht. Da steht alles drauf. Ich wollte es unbedingt in einem Take schaffen. Ich bin gespannt, ob das klappt. Wenn es hier und da mal ein bisschen hakt, bitte sehen Sie es mir nach. Genau, Stichwort irgendwas mit Medien. Ja, wir sind in die Medieninformatik hier am Campus Gummersbach, hatte ich schon gesagt. Ich habe keine Präsentation vorbereitet, sondern ich wollte das mal am Screen zeigen, beziehungsweise an den Webseiten zeigen, die wir so haben. Weil ich glaube, das ist ganz gut, sich das da anzugucken. Dann können Sie es nämlich auch nochmal nachlesen. So, also, wir sind hier am Campus Gummersbach, in der Fakultät 10, Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaft. Und ja, wir haben hier eine ganze Reihe von Informatikstudiengängen. Wenn ich mal hier auf Studium gehe, finden wir hier die Studiengänge. Und da haben wir im Bachelor 5 Informatikstudiengänge. Davon sind 4 hier am Campus. Code und Kontext ist in Köln. Wir haben hier dann die Informatik oder die allgemeine Informatik, wie sie früher hieß. Haben IT-Management, haben die Medieninformatik, wo ich gleich ein bisschen mehr zu erzählen werde. Und haben die Wirtschaftsinformatik. Genau. Ja, wir sind hier ein Campus von knapp 5000 Studierenden, ein bisschen weniger. Zurzeit ist kein Mensch da, Corona und so. Ja, wir sind an dem Platz hier relativ neu. Ja, ich mag den Campus sehr, er ist nicht allzu groß. Man trifft sich in der Mensa oder unten an der Kaffeebar oder auf dem Flur und kann viele Dinge nochmal relativ kurz und einfach besprechen. Das finde ich eigentlich sehr sympathisch. Genau, steigen wir mal ein bisschen tiefer ein. Also die Medieninformatik und dazu gehe ich mal auf die Medieninformatik-Website. Wie könnte man da hinkommen? Eine Möglichkeit ist, dass Sie sich für ein Studium interessieren. Oh, noch Studieninteressierter und suche Studiengänge. Und dann starten wir mal die Studiengänge. Wir sind hier am Standort in Gummersbach, übernehmen das und gehen dann mal auf den Medieninformatik Bachelor. Da finden Sie hier auf der TH-Seite die offiziellen Informationen zum Studiengang. Wird ein bisschen erklärt, was macht der Studiengang, für wen ist es interessant, wo finde ich. Was sind die Inhalte? Wo finde ich Beratungsangebote? Wie funktioniert die Bewerbung? Und ganz wichtig, Ordnungen und Formulare. So einem Studiengang liegt die Prüfungsordnung zugrunde und das ist auch das, auf das Sie sich quasi einschreiben. Da haben wir unterschiedliche Versionen. Für Sie vielleicht zum Start nicht so ganz interessant. Ja, Berufsfelder auf jeden Fall interessant. Was passiert nach dem Studium? Und dazu haben wir auch noch ein paar Filmchen hier auf der Website, wo dieser Film ist, von Absolventen, die ja einfach erläutern, wo sind sie jetzt gelandet. Aber ich wollte mal auf eine andere Website gehen, nämlich wir haben noch eine vom Studienbereich Medieninformatik, ja, wo wir letzten Endes die Dinge sammeln, die Studieninteressierte interessieren, aber auch Studierende interessieren. Und da gucken wir jetzt mal ein bisschen genauer rein. Also die Medieninformatik ist hier in Gummersbach einer von 4 anderen oder von 4 Informatikstudiengängen. Eine, wie es so schön heißt, klassische Bindestrich Informatik oder ein anwendungsorientierter Informatikstudiengang. Dabei nicht vergessen, die Informatik, es ist ein Informatikstudiengang. Wir tauchen manchmal unter dem Hashtag irgendwas mit Medien auf, was natürlich auch stimmt, denn das, was wir hier in der Informatik machen, ist ausgerichtet auf Medien, arbeitet mit Medien. Komme ich gleich nochmal zu unserem Mission Statement. Aber es ist ein Informatikstudiengang und wir teilen uns auch sehr viele Lehrveranstaltungen mit den anderen Informatikstudiengängen, aber auch dazu erzähle ich gleich mal mehr. Ich gehe mal direkt aufs Mission Statement. Ich gehe hier auf Study und dann auf den Medieninformatik Bachelor. Wir haben hier am Campus 2 Medieninformatik-Studiengänge, einen sogenannten grundständigen Studiengang, den Medieninformatik Bachelor und darauf aufbauend den Masterstudiengang. Genau. Ich gehe aber mal auf den Bachelor. Und hier haben wir unser Mission Statement, also letzten Endes das, wo wir unseren Studiengang
darauf ausgerichtet haben und auch immer wieder darauf ausrichten, beziehungsweise auch von Zeit zu Zeit überprüfen, ist das Mission Statement eigentlich noch das Richtige. Was, ja, ich lese das einfach mal vor: Absolventen der Medieninformatik analysieren, konzipieren, realisieren, betreiben und evaluieren informationstechnische Prozesse und Systeme zur Gestaltung, Produktion, Bearbeitung, Distribution und Nutzung medienbasierter Informationen. Also, Medien tauchen hier auf, was hier auch auftaucht, wir ja, konzipieren und entwickeln in der Regel Systeme. Wir konzipieren Software. Dabei ist der Medieninformatik oder ein spezieller Aspekt der Medieninformatik oder eine spezielle Perspektive der Medieninformatik sicherlich ein sehr starker Menschbezug. Also wir stellen den Menschen sehr stark in den Mittelpunkt unserer Betrachtung. Das machen andere Informatikstudiengänge auch, aber vielleicht nicht unbedingt in dem Maße, wie es in der Medieninformatik passiert. Wenn man sich zum Beispiel mal die Wirtschaftsinformatik anguckt, da sind eben betriebliche Prozesse, also Prozesse in einem Unternehmen, im Wesentlichen der Fokus. Und bei uns ist es eben sehr oft so die menschliche Perspektive, der Mensch mit seinen Bedürfnissen, und dass wir viele Systeme aus dieser menschlichen Perspektive betrachten, denken, konzipieren und realisieren. Zweiter Absatz, ein bisschen länger. Das Studium der Medieninformatik zielt somit im Kern auf die Vermittlung entsprechender Methoden, Techniken und Denkweisen der Informatik. Absolventinnen der Medieninformatik arbeiten dabei vorwiegend in Teams und müssen dort ihre erworbenen Kompetenzen einbringen können. Hier ist Interdisziplinarität gefragt, erwünscht und gefordert. Also wir sind ein Studiengang, ich lese den nächsten Satz auch noch, weil es so schön ist. Auch darauf bereitet das Studium der Medieninformatik vor. Es vermittelt Sichtweisen und Techniken aus verschiedenen Fachgebieten, von Computergrafik über Mensch-Computer-Interaktion bis Videoproduktion, von Kommunikationsdesign über Programmentwicklung bis Marketing. So. Also es ist schon ein Studiengang von einer klassischen Schnittstellendisziplin, also einer Disziplin, wo die Leute, die hier studiert haben, vieles ein bisschen können, dafür vielleicht nichts so richtig, 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 richtig gut, dafür aber sehr oft in Teams so als Mittelpunkt agieren oder als Vermittler agieren können, weil sie einfach mit sehr vielen Disziplinen sprechen können, verstehen, wie diese Disziplinen ticken und ja, deswegen eigentlich gerade in interdisziplinären Teams sehr, sehr gefragt sind. Genau, wir haben hier auf der Seite noch ein paar Videos von Absolventen. Vielleicht taucht das in dem einen oder anderen Absolventenvideo auch auf, dass das letzten Endes schon ein Skill ist, eine Kompetenz ist, ja, die man gut gebrauchen kann im richtigen Berufsleben, sag ich mal. Genau. Okay, ich tauche mal ein bisschen tiefer ein, vielleicht noch ein bisschen zur Historie. Wir sind hier seit 20 Jahren schon in der Medieninformatik unterwegs, als einer der ersten Medieninformatik-Studiengänge in Deutschland. Haben auch schon mehrere sogenannte Reakkreditierungen hinter uns. Das ist in einem Abstand von 5 bis 7 Jahren, wird geguckt, macht der Studiengang noch das Richtige und macht er es auch richtig. Ja, von daher haben wir da schon einen recht breiten Erfahrungsschatz. Genau, ich gehe mal ins Curriculum, denn das ist letzten Endes das, was, ja, was am besten zeigt, was hier eigentlich passiert. Auf die Vertiefungsmodule komme ich später nochmal. Ich gehe erstmal auf den sogenannten Studienverlaufsplan. Der Studienverlaufsplan zeigt, wie man die Medieninformatik oder den Medieninformatik-Bachelor idealerweise studieren sollte, welche Module enthalten sind. Und man sieht auch so ein bisschen, wie umfangreich die sind. Das wird hier ausgedrückt durch die Anzahl der CP, der Credit Points. Das interessiert uns aber erstmal nicht, das können Sie nochmal nachlesen. Die blauen Module sind alles Module, die wir uns mit anderen Informatik oder mit anderen Studiengängen teilen. Heißt nicht zwingend, dass es mit allen Studiengängen oder Informatikstudiengängen geteilt wird. Manchmal sind da auch nur zwei Studiengänge drin, wie zum Beispiel bei den Paradigmen der Programmierung oder auch in der theoretischen Informatik. Aber ich denke mal, dass gerade diese blauen Module bilden überwiegend so den Informatikkern ab. Die pinken und die schwarzen Module sind medieninformatik-spezifische Module oder Module, wo Sie sich nochmal persönlich nach Ihren Interessen und Neigungen später mal vertiefen können. Genau, da haben wir im ersten Semester eben die Einführung in die Medieninformatik als klassische Einführungsveranstaltung, wo man die Disziplin mal kennenlernt, aber auch die anderen Studierenden kennenlernt, die Mitarbeiter und Dozenten mal kennenlernt, die unterschiedlichen Perspektiven der unterschiedlichen Dozenten mal kennenlernt, weil da hat natürlich auch jeder so seine Perspektive auf die Medieninformatik.
Genau, das passiert da. Im zweiten Semester ist das Medieninformatik-spezifische Fach Mensch-Maschine-Interaktion mit 10 Credit Points, also relativ groß. Meistens haben die Module bei uns so 5 Credit Points. Ja, und da kümmern wir uns letzten Endes um ein, wie ich schon gesagt habe, in der Medieninformatik sehr, sehr hochgewichtetes Thema, nämlich diese menschliche Perspektive. Und das machen wir da eben sehr methodisch. Also wie funktioniert Mensch, wie ist menschliche Wahrnehmung? Da ist auch viel Psychologie mit drin. Wie funktioniert hier dann eine Interaktion zwischen Mensch und Maschine in beide Richtungen? Und ja, das machen wir sehr ausgiebig im zweiten Semester. Also im ersten Semester ein Modul, im zweiten oder 5 Credit Points, im zweiten 10, im dritten sind es dann schon 15, die Medieninformatik spezifisch sind, das audiovisuelle Medienprojekt, weil wir hier sehr viel mit audiovisuellen Medien machen und dann, also Audio, Video, gibt es hier ein Projekt, was ein Filmprojekt ist letzten Endes, Grundlagen des Web. Das Thema World Wide Web ist traditionell eins, was in der Medieninformatik sehr stark bespielt wird, so auch bei uns. Also Grundlagen des Web, was ist das Web, wie funktioniert das technisch, wie funktioniert das organisatorisch und so weiter. Und das Modul Screen Design, oh, ja, wo wir uns letzten Endes mit gestalterischen Fragestellungen beschäftigen. Genau. So, 15 Credit Points im dritten Semester, dann haben wir im vierten Semester 20 Credit Points für ein sogenanntes Vertiefungsmodul. Und dafür scrolle ich mal ein bisschen nach oben. Wir haben drei Vertiefungsmodule und diese Vertiefungen, die werden nachher in unserem Masterstudiengang wieder aufgenommen und nochmal um eine MCI-Vertiefung ergänzt. Und ich gehe mal, also da haben wir drei Stück: Social Computing, Visual Computing und Web Development. Ich fange mal mit Social Computing an. Das ist ein relativ neues Gebiet, was ja, wo noch nicht ganz klar ist, in welche Studiengänge gehört das. Wir haben es als Medieninformatik schon als Feld gesehen, was irgendwo hier reingehört, weil es eben viel damit zu tun hat, wie funktionieren eigentlich soziale Systeme, in denen Software eine Rolle spielt, also die Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Informatik. Ja, und da gibt es eben diesen Begriff wie der soziotechnischen Systeme, zum Beispiel Online-Community, Social Software, E-Government, E-Learning und solche Themen. Dann haben wir Visual Computing als zweite Vertiefung. Da haben wir nochmal so zwei Zweige drin. Der eine geht eher so in Richtung Visualisierung, Computergrafik und der andere eher in Audio-Video. Und den dritten Bereich Web Development, habe ich eben schon was zu gesagt. Da geht es natürlich um Webentwicklung. Genau. Und Sie sehen, ab hier wird das Ganze sehr schwarz, sage ich mal. Also ab hier können Sie sich eben Ihre Richtung aussuchen. Im Entwicklungsprojekt und im Wahlpflichtmodul können Sie sehr frei Ihre Themen aussuchen. Wahlpflichtmodule werden ja so ein paar angeboten, wo Sie sich welche aussuchen können oder wo Sie sich eins aussuchen können. Und beim Entwicklungsprojekt wird eben ein Projekt gemacht, wo Sie aber den Gegenstand und auch die Perspektive selber wählen können, also sich schon sehr stark ausrichten können, um dann letzten Endes hier so auf der Zielgeraden im letzten Semester auch im Praxisprojekt und Bachelorarbeit ja, so ihren Weg, ihre Richtung einzuschlagen. Und ja, das ist so die Struktur, in der das Studium funktioniert. Genau, ja, für wen könnte das interessant sein? Ich hatte eben im Mission Statement schon gesagt, wir sind sehr oft in Teams, dementsprechend, und auch in Teams, in der sehr unterschiedliche Disziplinen sind. Dementsprechend ist es schon hilfreich, wenn man mit einer gewissen Offenheit ausgestattet ist, auch kooperativ ist. Wir arbeiten eigentlich sehr, 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 sehr selten alleine. Natürlich, es geht um Informatik, es geht auch um Development sehr oft. Da ist natürlich so ein logisches Denken, systematisches Handeln und Interesse daran ja, einfach total hilfreich. Ja, wie in vielen Berufen, Studiengängen ist das Thema Kreativität einfach wichtig, also Probleme zu lösen, auch überhaupt erstmal die richtigen Probleme zu finden und die richtigen Fragen zu finden und dafür Lösungen zu entwickeln. Und natürlich, es passiert viel an digitalen Endgeräten, an Computern, also ein gewisser Spaß an Computern schadet auf keinen Fall. Genau, das war es eigentlich inhaltlich schon fast von mir. Vielleicht noch zwei Dinge oder drei. Die Website hatte ich hier vorgestellt, da finden Sie sicherlich nicht alle Informationen, aber doch sehr, sehr viele. Wir haben, wenn ich mal hier auf Study nochmal gehe, zwei Mentoren.
die Frau Kuhn und den Herrn Faske. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne ansprechen. Wenn Sie hier mal auf die Links gehen, dann kommen Sie auf die entsprechende Personenseite. Da finden Sie eben die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Also wenn Sie Rückfragen haben, sind das sicherlich sehr gute Ansprechpartner, zumal Sie auch selbst bei uns studiert haben und sicherlich nochmal so eine etwas andere Sicht auf das Thema haben, als ich zum Beispiel. Trotzdem können Sie mit mir auch gerne Kontakt aufnehmen, wenn Sie Fragen haben. Dazu bevorzugt einen Sprechstundentermin buchen. Ups, sorry, ich gehe nochmal hier auf den Bachelor und da finden Sie hier unten einen Link zu mir. Und hier finden Sie den Link, wo Sie Sprechstundentermine buchen können. Das machen wir dann auch ja, via Zoom oder Skype oder via Telefon. Oder wenn man sich wieder sehen darf, dürfen Sie auch gerne vorbeikommen. Genau, das war es eigentlich. Ja, vielleicht sehen wir uns demnächst mal hier. Ich werfe einen abschließenden Blick auf meinen Spickzettel. Aber ich glaube, ich habe doch sehr viel von dem erzählt, was ich erzählen wollte. Von daher würde ich mal so langsam sagen, auf Wiedersehen und bis bald. Yeah, ich hatte es in einem Take geschafft. Yippie, yippie.